Es ist schon wild, ne? Guck mal. Das ist Wahnsinn. Guck dir das mal an. Hi Losch. In diesen 20 Jahren, wenn ich jetzt sage, ich habe 1000 Ölwechsel gemacht, habe ich sowas noch nie erlebt. Echt jetzt? Nein. Hi Losch. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Und selbst? Auch gut. Endlich Feierabend. Weil der muss ja schnell fertig werden. Ja. Wir haben ja massiven Ölverlust. Guck, ich habe hier was gesehen. War das hier schon? Das war ich aber nicht. Was ist das hier? Keine Ahnung. Was blättert denn da ab? Da war ich aber nicht dran, nur zur Info. Das sind die Folgeschäden von meinem Boiler. Froschgeld ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den WMW, okay, den wir ja ein bisschen aufpimpen werden. Aufpimpen in dem Sinne, wir werden den nicht tiefer legen und so. Ne? Der ist ja schon. Der sieht schön aus. Da brauchen wir nichts machen. Wir werden da Leistung drauf geben. Aber bevor wir Leistung drauf geben, muss der Motor in Ordnung sein. Und hier ist er nicht in Ordnung. Warum? Er ölt. Aber wie? Wir haben hier einen M54-325. Ihr kennt das ja aus meinem. Der hat 300.000 gelaufen. Wir haben hier ein Kompressor-Kit von Infinitas eingebaut. Den haben wir natürlich ein bisschen modifiziert, weil ich der Meinung bin, er braucht unbedingt einen Ladenluftkühler. Er hat aktuell 330 PS. Mhm. Nicht 330, 314 PS war das, sorry. Aber mit dem vierten Gang gemessen. Mit dem fünften bin ich mir sicher, dass wir 320, 330 PS haben. Der hat den gleichen Motor. Hat um die 200.000 gelaufen, hat massive Ölverlust. Erste Schwachstelle ist Ventildeckellichtung. So, hier ölt er mal gerne ganz hinten, aber ist in Ordnung. Das ist die eine Stelle, wo er gerne ölt. Dann haben wir natürlich vorne Stirndecke kann er ölen, Simmering kann er ölen. Jetzt hole ich mal alles raus hier. Hier habe ich auch schon abgebaut, weil das wird gleich interessant. Guck mal, wie viel Öl hier ist. Siehst du das hier? Oh ja. Ja. Das sieht aus wie Öldruckschalter. Wenn das der Öldruckschalter wäre, Aldosch, müsste auch hier richtig Öl drin sein. Ist er aber nicht. Das heißt, der Öldruckschalter ist in Ordnung. Siehst du das? Das heißt, der verliert nicht am Öldruckschalter. Mhm. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Ölfiltergehäuse. Darunter ist eine Dichtung. Das ist dieser sogenannte Ölfiltergehäusedichtung. Was für ein Zufall, ne? Ölfiltergehäuse. Dichtung, Ölfiltergehäuse, Dichtung. Also wenn das dieser Ölfiltergehäuse ist, die Dichtung steht immer ein bisschen ab und nach der Zeit platt gedrückt, so verhärtet, dass der hier anfängt, Öl zu verlieren. Okay. Habe ich auch bestellt. Das liegt schon hier. Der Burhan meinte, das wurde schon erneuert. Oh. Da kann es nicht daran liegen. Dann ist es was anderes. Warum haben wir hier vorne so viel Öl? Erstmal sauber machen. Gestern ein Paket geschickt und das Ding ist schon heute Morgen gekommen. Wow. Erstmal Bremsreiniger. Dann haben wir eine Sprühflasche drin. Ah. Genauso könnt ihr das Ganze auch bestellen. Also als Set? Als Set, so. Guck mal, wir haben sogar noch mal extra Düse und so drin. Ah. Falls der kaputt geht. Weil Bremsreiniger ätzt ja auch ein bisschen. Oh. Ja. Und deswegen gehen die auch mal schnell kaputt. Also muss ja mal, ich sag mal, jedes halbe Jahr musst du das mal erneuern. Ist zu schnell. Und, läuft sie schon besser? Die Flasche ist geil. So, wir machen den von unten auch mal sauber. Kann ja sein, dass er auch von unten noch was verliert. Es ist schon wild, ne? Guck mal. Das ist Wahnsinn. Das hier auch ausbauen hier. Ja, komm, wir bauen das auch aus. Ja, jetzt. Ja, ja. Das mit nach direkt. Ja. Mhm. Okay. Ah. Guck mal, da ist aber auch alles ziemlich ölig. Bimi hat ja auch so eine Hohlschraube. Die geht auch mal gerne kaputt. Wenn man da echt ein bisschen fester dran geht. Aber das ist ja, du siehst ja, das ist ja frisches Öl ist das. Das ist frisches Öl. Mhm. So, Aldosch, komm. Dann kommen wir auf die Seite. Ja, du musst aufpassen ein bisschen. Ne? Achte mal, wie gut der das sauber macht. Ne? Oh ja. Boah,
Es sieht schon aus, als würde der vorne verlieren, ne? Aber warum hat dann die Ölwanne, warum ist die so ölig geworden? Mit dem Fahrtwind nach hinten geht das Ganze. Also alles, was vorne runtergeruschelt ist, ist dann nach hinten abgesickt. Genau. Guck mal. Da ist ein Aufkleber drauf. Geil. Du wischst das jetzt nicht sofort. Nein. Bei Bremsreiniger ist es ja so. Der trocknet ja auch von alleine. Der trocknet auch alleine. Okay. Ja. Achte mal, wie der gerade aussah, ne? Wie er jetzt aussieht. Wahnsinn. Hier ist die einzige Stelle, wo ich nicht sauber gemacht habe, ne? Mhm. Und ich schätze mal, guck mal, das ist alles trocken hier. War auch nicht ölig. Mhm. Weil ich glaube, dass das Ganze von vorne kommt. Es kann jetzt, genau. Hier drunter ist ein Simmering. Es kann sein, dass vom Simmering das Ganze kommt. Und dann hier runter so nach hinten geht. Oder Ölfiltergehäuse. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Wir lassen den starten, machen wir hoch und dann schauen wir den an. Jetzt haben wir alles schön sauber gemacht. Aber das liegt doch wieder alles drin. Das ist ja blöd, oder? Ja, wir müssen ja sehen. Wir müssen wissen, was gab es, ne? Ja, klar. Guck mal, wir lassen den jetzt einmal laufen. Was ist denn das Gehäuse, was du gerade gesagt hast? Ist es das hier? Ja, es kann ja auch sein, dass das hier kaputt ist. Ne? Also das ist das Gehäuse und das ist ja unser Ölfilter, das ist, ne? Ja, das ist der Ölfilter. Aber das ist das Gehäuse, okay, damit ich das verstehe. Ja, ja, das ist das Oberteil, wo der Ölfilter reinkommt. Ja, genau. Das ist ja Plastik, das kann auch kaputt gehen. Aber da drinnen ist ja dein Ölfilter, genau. Ne? Den machst du in diesen Deckel rein und dann wird das reingeschraubt. Genau. Wir lassen den starten, machen den einmal hoch und dann gucken wir mal, wo es rauskommt. Das ist das Einzige, was wir machen können. Also es gibt jetzt nichts, wo wir irgendwie Druck drauf geben können. Okay. Hey! Hi, Dusch! Was ist, was heißt das jetzt? Muss man das jetzt erklären. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Dass die Dichtung vom Ölfilter kaputt ist. Okay. Wahnsinn. Ich schnell hol ein Tuch. Oder ist der nicht richtig fest? Kann das auch sein? Warte mal, ich hol mal. Ist ein 36er, ne? Oder sagst du jetzt was zu mir? Warte mal. Keine Ahnung. 32? Nee, 36 muss das sein. 36. Alter, das wäre ja geil, wenn das nur das jetzt wäre. Wie lass das dir Was ist? War der locker? Hast du jetzt gar nicht großartig Dings machen müssen? Warte mal, warte mal. Öffelt das frisch. Also es kann auch hier irgendwas sein an der Dichtung, oder? Hä? Was ist das? Ich sehe da nichts. Kann das Ding auch einen Riss haben?
Meinst du? Ich weiß ja nicht. Also die Dichtung sieht gut aus. Also wenn es nicht an der Dichtung liegt, dann muss das doch einen Riss haben. Oder sag jetzt nicht, der hat irgendwo ein Problem. Das kann ja auch nicht so schnell kaputt gehen, das Ding, oder? Du machst das mit 25 Minuten fest. Mhm. Ist das so vorgegeben, 25 Minuten? Kann das sein, dass er nicht fest war? Sagen wir mal, ich würde mal sagen, das waren 25. So. Wenn jetzt noch mal läuft, dann dürft ihr nichts mehr. Warte, du musst jetzt sauber machen. Warte, wir haben das ja sofort gesehen. Na klar. Ja, ich komm. Was ist das? Einer der meisten Motoren, wo ich Ölwechsel mache, ich habe das noch nie gesehen. Also Öl ist frisch, Ölfilter ist frisch. Das sieht man ja auch. Dass diese Dichtung kaputt ist oder dass der allgemein kaputt ist. Kann es sein, dass an diesem Gewinde was kaputt ist? Oder generell hier in diesem Bereich, weißt du? Weiß ich nicht. Ey, weißt du was? Das Ding ist nicht teuer. Ich kaufe mal das Gehäuse neu. Was zahlt man denn für sowas? Weiß ich nicht. Ich frage mal ganz kurz nach. Ja. Ob ich sowas finde und dann sehen wir uns gleich. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Und? So, eins besorgt. Sehr schön. Jetzt werden wir es wissen, oder? Eidosch, soll ich dir was sagen? Ja. Acht jetzt. Ich sehe das schon jetzt. Was siehst du? Ich sehe das jetzt schon. Komm her. Ich will das wissen. Komm her, guck dir das an. So, zeig mal. Was meinst du? Guck dir das an. Guck dir jetzt diese Dichtung an. Mhm. Und guck dir diese Dichtung an. Die ist viel zu klein. Dünn. Der ist ja dick hier, der ist ja voll klein. Das ist gar nicht die richtige Dichtung für den. Ja. Also kann er auch das Öl nicht zurückhalten. Was ist das für ein Ölfilter gewesen? Der sieht aber auch falsch aus. Ja, also ich will jetzt den Ölfilternamen nicht sagen, aber ich glaube, diese Dichtung hier ist falsch. Ist falsch. Guck mal, da ist voll das dicke Teil. Und was du hast, das kann man nicht vergleichen. Ja, ich dachte jetzt erstmal, das Ding ist kaputt. War nicht, es ist die Dichtung. Es ist tatsächlich die Dichtung. Normalerweise hast du es bei jedem Ölfilter hast du so eine Dichtung. Die wird mitgeliefert. Genau. Ne? Es sei denn, die Dichtung war nicht da. Ah. Oder die Dichtung war falsch. War falsch. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass die Dichtung, die drauf war, das ist falsch. Die ist definitiv falsch. Ja. Aber guck dir das doch an. Na klar. Das ist ein Riese. Ja klar. So, egal. Wir haben es ja noch nicht gemacht. Wir werden das jetzt sehen. Da bin ich jetzt aber gespannt, du. Ja? Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich genauso. Das Gute dran, wir haben überall Öl, das heißt, das Ganze mal schön einölen. So, einölen. Alter, das wär's, wenn das jetzt nur dieser Fehler war, das wär's. Und der hat so alles rumgesifft, das ist schlimm. Guck mal, passt die Dichtung überhaupt rein? Ja, ne, das haben wir auch gerade gefragt. Wow, wow. Wow, wow. Alter, das nenne ich mal eine Dichtung. So, jetzt machen wir 25 Newton. Noch wissen wir es nicht. 25 Newton, dass wir nichts falsch machen. 25 Newton. Einschalten, bitte. So. Das gefällt dir, ich merke es schon. Ha? Ich merke schon, so mit was Pumpen gefällt dir irgendwie. Ich liebe Pumpen. So, Alter, aufpassen, lass mich mal ganz kurz. Ja, aber lass es nur bitte hier einmal das hier zumachen, bitte. Mhm. Vorsicht. Also siehst, das Ding ist jetzt richtig schön sauber. Ich kann es bezeugen. So, jetzt bin ich mal gespannt, Aldosch. Ob du. Was passiert? Ob da jetzt Öl rauskommt oder nicht. So, starten. Thank you.
bitte, 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 schreibt mal in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin mehr auf Qualität setzen, oder? Aber du siehst, der kriegt gar nichts, ne? Aufpassen, bitte. Machen wir das sauber. Ja, jetzt machst du den sauber. Natürlich. Das Ding ist geil. Also das kann ich euch nur empfehlen. Von TEPCO. Hammergeil. Die beiden Sachen, das heißt 5 Liter Bremsreiniger plus diese Sprühflasche, kostet das Ganze 39 Euro. Und mit Kfz-Fuzis spart ihr nochmal 3%. Und danke nochmal. Hä? Habe ich 3% gesagt? Natürlich 5%. Also die Leute, die damit einkaufen, unterstützen mich natürlich dabei. Dankeschön dafür, Leute. Aber die Produkte sind auch geil, ne? Klar. Leuchte, wo ist die Leuchte? Ach, die ist geil. Also, ich arbeite schon seit Tagen damit. Ich habe den nicht einmal aufgeladen. Nicht einmal fallen lassen? Fallen lassen habe ich den schon auf. Aber wie du siehst, ist ja alles noch dran. Also, ey, wenn das jetzt nur wer ist, ne? Sorry. Das heißt, dieser Deckel ist eigentlich noch okay. Das ist Wahnsinn. Das ist auch eine frische Dichtung, das merkst du voll. Merkst du? Was ich mir gut vorstellen kann, die haben irgendwann einen Ölwechsel gemacht und das Ganze hat dann angefangen, langsam Öl zu verlieren. Ja. Ja, darum haben die gesucht. Ich schätze mal, die Ventilgelichtung haben die gemacht, Ölfiltergehäuse haben die gemacht und haben gesehen, der verliert immer noch Öl. Eindeutig, der verliert gar nichts. Das ist ja, cool. Das war wegen dieser Sache. Na, wie sauber ist alles hier unten. Wunderschön. Komm, wir machen jetzt ein paar Minuten Pause, trinken einen Kaffee und dann lassen wir den laufen und dann schauen wir uns hier gleich nochmal an. Okay. Okay? Weil lass das Öl mal richtig schön warm werden und dann wird der Bison noch ein bisschen was verlieren, falls er noch was verlieren sollte. Aber das wäre echt krass, wenn das nur das ist. Das wäre Hammer. Hier haben wir 60 Grad Öl. Das Ding verliert kein bisschen Öl, Alter. Ja, so soll es ja sein, oder? Unglaublich. Ja. 250 ist er gelaufen. Ja, 325, ist ein schöner Motor. Leute, wenn ihr sowas natürlich benutzt, ganz, ganz wichtig, nicht auf Gummis ganze Zeit drauf. Wenn ihr jetzt ein-, zweimal drauf macht, ist nicht schlimm. Also macht ihr nicht sofort was kaputt. Aber wenn ihr es zu oft macht, ist das Weichmacher von diesen Gummis, irgendwann greifen die an und dann geht es kaputt. Und nicht Auspuffbereich und nicht im laufenden Zustand. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr sowas benutzt, ne, dann müsst ihr aufpassen. Aber kann ich euch empfehlen. Das Geile ist jetzt, Aldosch, ja. Ich habe Budan angerufen. Oh. Weißt du, was Budan zu mir gesagt hat? Was denn? Yunus, ich habe das gesehen oben. Mit dem Öl. Aha. Ne? Ich so, wie? Echt? Ja. Und dann habe ich das dabei noch mal ein bisschen festgemacht und dann war das weg, hat er gesagt. Und daraufhin hat er nicht mehr geschaut. Weißt du, was ich einfach glaube? Was denn? Dass sie es falsch verpackt haben. Glaube ich auch. Und dabei war? In diesen 20 Jahren, wenn ich jetzt sage, ich habe 1000 Ölwechsel gemacht, habe ich sowas noch nie erlebt. Echt jetzt? Nein. Ich habe schon alles gesehen beim Ölwechsel. Ne? Ich habe schon mal zugespachtelte Ölwannen gesehen, festgeschweißte Ölwannen gesehen, andere Schraube reingejagt gesehen. Ich habe schon alles erlebt. Aber ich persönlich habe noch nie erlebt, dass in so einem Steckfiltergehäuse die Dichtung zu dünn ist. Ja, egal, also es ist super. Alter, wir haben jede Menge Zeit gespart. Ist auch sehr, sehr gut, weil wir haben ja nicht mehr lange. Und das Geile ist, ey, wo ich den so ausgebaut habe, Alter, so okay. Komplett, hat man hier sehr viel Platz. Das stimmt, ja? Das ist schön frei alles. Ja, erster Motor, es wurde noch nie was gemacht. Leistung. Wie viel Leistung hat der noch? Das würde mich jetzt interessieren. Das machen wir ja. Machst du das, bevor du den jetzt... Was musst du denn noch dran machen? Wir müssen doch den Auspuff anschauen. Okay. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Machst du erst diese Kleinigkeiten und dann Leistungsmessung? Werden wir sehen. Okay. Werden wir sehen, was wir machen. So. Hast du was zu sagen, Eidosch? Nö. Nein. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft. Bis dann. Ciao.